Mein psychiatrisches Reisetagebuch. Herzhaft biss ich in meine Rum-Tavor-Nussschokolade und nahm meinen Borderline-Collie an die Leine. Wir wollten zum Kiffhäusergebirge wandern, dort, wo die Bipolarbären wohnen. Ich hatte genug Kleingeld dabei, denn meine Bank hatte mich großzügig substituiert. Auf unserer Reise kamen wir auch durch das tiefe, tiefe Risspetal, wo es von gefräßigen Flussergenülen nur so wimmelte. Und da es Weihnachten war, aß ich einen Stollen mit Rosinen, Nüssen und echtem Nürnberger Lorazepam. Dabei kleckerte ich mich leider so voll, dass ich meine Wäsche mit Schizo mit der Affektivformel waschen musste. Ja, irgendwann wollte ich auch einmal das neue Schizo Ultra ausprobieren. Ich nahm einen großen Schluck Coca-Cola und seroquälte mich bis zur Spritze des Berges hinauf. Die Aussicht dort oben war so gut, ich konnte sogar die ägyptischen Pyramidalen sehen. Zurück wollte ich eigentlich mit dem Atosil fahren, aber das Benzamid war leider alle. Zum Glück kam mein Kumpel aus Bayer vorbei. »Hallo, Peridol«, rief ich freudig erregt. »Neues Auto?« »No, das ist Ataxi«, antwortete er. So fuhren wir endlich heim und das EPS zeigte uns den Weg. Der Motor brummte und bei diesem gleichmäßigen Hypoton schliefen wir zufrieden ein. Der Borderline-Collie und ich.